Wie drückt man die Rollen an eine feste Matrize und wie an eine rotierende Matrize? Beim Betrieb einer Maschine wie der SMP-200 mit feststehender Matrize drücken wir die rotierenden Walzen bis zur Reduzierung des Abstandes, also bis sich die Walzen auf der Matrize drehen. Sie dürfen die Rollen nicht mit voller Kraft betätigen, da die Teile dann schnell verschleißen. Erster Schritt. Ziehen Sie die obere Mutter fest, bis die Rollen auf der Matrize aufliegen. Schritt 2. Ziehen Sie die zweite Mutter, die sogenannte Kontermutter, fest und ziehen Sie diese wie zuvor fest bis zur Reduzierung. Am Beispiel der Pelletpresse RTH-150 zeigen wir, wie die Walzen einer Maschine mit Rotationsmatrize gepresst werden. In diesem Fall werden die feststehenden Rollen während des Betriebs gedrückt, bis sie beginnen, sich auf der Matrize zu drehen. Erster Schritt, wir schalten die Maschine ein. Schritt 2, ziehen Sie die beiden oberen Muttern mit dem Schraubenschlüssel ganz vorsichtig an jeweils eine halbe Umdrehung. Wir hoffen, dass Sie dieses Tutorial sehr hilfreich fanden. Möchten Sie lernen, wie Sie mit der Herstellung von Pellets für Ihren Eigenbedarf beginnen können? Oder träumen Sie vielleicht von Ihrem eigenen Unternehmen? Wenn ja, gib einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie an oder schreiben Sie. Wir stehen zu Ihrer Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.